Christoph, heute ein Heimspiel gegen deinen Ex-Verein. Hast du letzte Saison noch gespielt in Jägersburg? Tabellenerster gegen Letzter. Normalerweise einfache Sache, dem ist aber nicht so. Das hat der Martin schon vor dem Spiel gewarnt und du auch, du kennst ja diese Spieler hier. War nicht so einfach. 3:0 hört sich schön an, aber sie hatten ihre Chancen gehabt. Ja, definitiv. Also uns war von vornherein klar, dass es definitiv nicht so sein wird, dass wir die an die Wand spielen können. Jägersburg hat eine gute Mannschaft, eine erfahrene Mannschaft, hat individuell gute Spieler drin. Und ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, war ein hartes Stück Arbeit. Klar haben sie es früher 1-0 irgendwo dann auch in die Karten gespielt, aber trotzdem hat Jägersburg es dann echt richtig gut gemacht. Wir haben es dafür nicht so gut gemacht, so ehrlich muss man auch sein. Es läuft noch nicht alles perfekt, das wissen wir auch. Aber Fakt ist, wir haben 4 Spiele, 12 Punkte und ich glaube, wenn es das vorher jemand gesagt hätte, dann hätten wir alle genickt und hätten gesagt, das nehmen wir. Ja, am Ende zählen die Punkte, die durch die Tore erspielt werden. Du entwickelst dich hier langsam zum Torjäger beim FK Pirmasens. In der letzten Saison hatten wir immer das Problem, dass vorne keiner reinging. Da stand auch meistens nur der Dennis Grob und jetzt haben wir da ein paar mehr Leute, die in der Oberliga treffen können. Ja, gut, ich meine, letztendlich unterm Strich ist egal, wer dann die Tore macht. Klar ist immer schön, wenn man Tor schießt, gerade hier zu Hause dann. Jetzt noch gegen den Ex-Verein ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber ja, ich glaube, wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt und da kann auch jeder Tore schießen und genauso jeder das eigene verteidigen. Was sind ja Leute wie jetzt heute der Moritz Theobald, wo der auch zweimal getroffen hat, glaube ich. Und du als neuer Torschütze zu Dennis Grob dazugekommen. Den Dimi haben wir jetzt auch noch, also es sind schon einige, da hast du schon recht. An was hat es denn heute gelegen, dass die Jägersburger so toll vorne aufspielen konnten? Ihr hattet irgendwie in der ersten Halbzeit vor allem nicht richtig Zugriff bekommen. Ja gut, zum einen liegt es daran, dass, wie schon gesagt, Jägersburg individuell sehr gute Spieler hat, die auch schon höher gespielt haben, das merkt man natürlich. Und zum anderen muss man einfach so ehrlich sein und sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht gut angelaufen sind vorne. Wir haben keinen richtigen Zugriff auf die Aufbauspieler von Jägersburg bekommen und dementsprechend war es dann für Jägersburg natürlich einfach, auf dem großen Platz, den wir hier halt haben, die Bälle zu verteilen und dann auch irgendwo gute Diagonalbälle zu spielen. Und ja, dann wird es halt schwer. Du kennst ja den FK Pirmasens, hast ja das auch in der letzten Zeit verfolgt. Dein Vater ist ja auch immer hier bei den Heimspielen immer zu Gast und schaut sich das an. Wie ist denn das jetzt, wenn man zu Hause spielt, jetzt wieder in Pirmasens als Heimatort? Ist das was anderes wie auswärts immer in Jägersburg, Homburg oder wo auch immer? Ja, natürlich. Also es war immer irgendwo in der Jugend schon mein Traum, dass ich hier mal für die erste Mannschaft spielen darf. Jetzt ist es soweit, klar, da freut man sich auf jedes Spiel, wo man das Trikot tragen darf. Gerade hier zu Hause in dem tollen Stadion natürlich. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mich woanders auch wohl gefühlt. In Jägersburg war es auch sehr schön. Aber klar, FKP ist ein besonderer Verein für mich. Ich wohne hier, habe hier in der Jugend gespielt und von daher ist natürlich was Besonderes irgendwo dann auch für mich. Ganz wichtig ist, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass auch die Freundin vielleicht hier aus der Umgebung ist. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viele Tore nach vorne und ein bisschen mehr Konzentration beim Zugriff, beim Anlaufen von dem Gegner. Danke dir, Christoph. In der Kleschuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.